Felix tanzt schon sein Leben lang. Seit einem Jahr bei der Dance Company Silk Cliscope. Neben Schule und Hausaufgaben trainiert der 10-Jährige dreimal pro Woche. Ich wollte immer schon Sport machen, aber ich habe nie einen coolen Sport gefunden. Dann haben wir gedacht, ich probiere mal Breakdance, und wie ich das gemacht habe, hat mir es unheimlich Spaß gemacht. Gemeinsam mit seinen Kollegen eröffnet Felix die Kinderkulturwoche. Für die Kids heute ein Battle am Dancefloor. Es ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Entweder man denkt sich was aus, oder wenn man wirklich schon viel Übung hat, macht man, während man tanzt, einfach was Neues und denkt sich, während man tanzt, das aus. Es sieht cool aus und es macht Spaß. Dass man einfach frei sein kann, machen und ja, machen kann, was man will. So easy, wie es bei Ihnen aussieht, ist die Choreografie aber nicht. Hinter diesem Auftritt steckt harte Arbeit. Viele Jahre üben oder viele Monate. Man hat es ja heute gesehen, es war ganz unterschiedlich. Vor einem Auftritt, da haben wir jedes Training proben, proben, proben. Und Durchläufe, Durchläufe, Durchläufe. Naja, da muss man ganz viel mit Spielen arbeiten. Man muss sie die ganze Zeit in der Aufmerksamkeit halten. Man muss sie füttern mit neuen Dingen. Und das können unterschiedliche Kunstarten sein. Unterschiedliche Kunst gibt's aktuell bei der Kinderkulturwoche. Genauer gesagt 250 verschiedene Programme an mehr als 30 Standorten in Linz. Ja, es ist ganz wichtig, Kinder schon frühzeitig an Kultur heranzuführen, weil es auch was mit Weiterbildung zu tun hat. Es öffnet einfach Horizonte. Kreativität ist etwas ganz Wichtiges. Da haben die Jüngsten Gelegenheit, ihre Talente, aber auch ihre Stärken, Fähigkeiten kennenzulernen. Und ich denke mal, je früher das möglich ist, desto besser ist es natürlich. 12 Tage lang verwandelt sich die Landeshauptstadt in eine Kulturarena. Es geht von Theaterstücken, die genauso im Musiktheater gezeigt werden wie im Kinderkulturzentrum Kulmudel. Es gibt Kasperlvorstellungen, es gibt Mitmachmöglichkeiten bei Workshops. Auf der Volkshochschule gibt es genauso Angebote. Es gibt wie da in Gliscope auf eine Vorführung. Also es sind fast alle Einrichtungen, die Bühnen haben, mehr oder weniger mit dabei. Und zwar bis 22. Oktober. So lange gibt es in Linz noch Kultur, speziell für Kinder. Ja.